Am 19. November erscheint die PS5 in Europa. Viele Gamer können diesen Tag kaum noch erwarten. Doch die Konsole an sich würde natürlich nicht für so viel Vorfreude sorgen, wenn nicht auch ein paar tolle Spiele direkt zu erwerben wären. In diesem Special stellen wir euch deshalb die größten und interessantesten Exklusivgames vor, die bereits im Launch-Zeitraum der neuen Sony-Konsole erscheinen. Das Launch-Portfolio der PS5 kann sich durchaus sehen lassen, denn neben Action-Games und kreativen Indies sind auch knuddelige Spiele für die ganze Familie dabei. Vorweg sei jedoch gesagt, dass die in der folgenden Liste auftauchenden Spiele Bugsnax und Godfall ebenfalls für den PC erscheinen. Wer den Vorgänger gespielt hat, der weiß bereits, dass Peter Parker in Insomniacs Action-Adventure zum Marvel-Helden nicht mehr der einzige Spider-Man ist. Der junge Miles Morales wurde ebenfalls von einer radioaktiven Spinne gebissen und entwickelte ganz ähnliche Kräfte wie der originale Spinnenmann. In der zum Launch der PS5 erscheinenden Fortsetzung des Hits von 2018 übernimmt Miles auch direkt die Hauptrolle. Warum Peter den Lehrlingshelden auf sich gestellt gegen die Unterwelt New Yorks kämpfen lässt, ist noch nicht klar. Doch bereits in den bisher veröffentlichten Gameplay-Trailern konnte man sehen, dass Miles offenbar ein aufmerksamer Schüler war. Ob nun Verbrecher, Söldner oder schwer bewaffnete Terroristen, die eine Wahlveranstaltung stören, der neue Spider-Man kämpft mindestens genauso agil wie sein Mentor. Wer Miles Morales aus den Comics oder dem grandiosen Animationsfilm Spider-Man: A New Universe kennt, der weiß auch, dass der Sohn eines Cops und einer Krankenschwester ein paar zusätzliche Fähigkeiten hat, auf die Peter verdammt neidisch sein kann. Hier zeigten Sony und Insomniac jedoch noch nicht allzu viel. Immerhin sahen wir bereits ein paar Elektroattacken, die für wunderschöne Partikeleffekte auf dem Bildschirm sorgten. Zudem konnte man beobachten, wie sich Miles kurz unsichtbar macht. Auch zur Story selbst ist noch nicht viel bekannt, doch wir gehen davon aus, dass Miles sowohl mit dem Verlust seines Vaters als auch mit dem neuen Dasein als Held umzugehen lernen muss, während ein Bösewicht für allerhand Chaos sorgt. Hier vertrauen wir Insomniac einfach mal. Schließlich war die Geschichte des Vorgängers bereits richtig gut. Das Studio machte auch bereits Angaben zur Länge des Abenteuers. Laut Insomniac soll Spider-Man Miles Morales in etwa so lang sein wie das Uncharted-Spin-off Lost Legacy, also vermutlich so 7 bis 9 Stunden. Als Demon's Souls vor 11 Jahren exklusiv für die PS3 erschien, krähte zunächst kein Hahn danach. Angeblich sagte Shuhei Yoshida, damals Präsident aller Sony Entwicklerstudios, nach dem Ausprobieren: "Das ist scheiße, ein unglaublich schlechtes Spiel." Jedoch, bei der Zockergemeinde kam Demon's Souls hervorragend an. Sicherlich auch, weil man sich das Durchspielen wie eine Tapferkeitsmedaille ans Revier heften konnte. Das Phänomen nahm rasant Fahrt auf. Inzwischen gehört das Urheberstudio From Software zu den großen Tieren im Business. Und unter Souls-like kann sich so ziemlich jeder etwas vorstellen. Mit dem Remake von Demon's Souls als Launch-Titel für die PS5 dürfen Europäer ab dem 19. November scheitern und gelegentlich auch triumphieren. Nordamerikaner und Japaner sind eine Woche früher dran. Die aufpolierte Ausgabe des Rollenspiels entsteht bei Bluepoint Games, die bereits den heißgeliebten Klassiker Shadow of the Colossus erfolgreich verjüngt haben. Zu etwaigen neuen Inhalten ist noch nichts bekannt. Aber eingedenk der Popularität des Spiels, inklusive zig YouTube-Channels und Webseiten, die sich Hintergrundgeschichten und Details widmen, werden Interessierte sicher Minuten nach dem Verkaufsstart mehr wissen. Solltet ihr tatsächlich keinen Schimmer von Demon's Souls haben, kommt hier die kurzknackige Zusammenfassung. Es handelt sich um ein Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive, in dem ihr euch Feinden stellt, die im ersten Moment unbesiegbar erscheinen, eine düstere, atmosphärische Spielwelt erforscht und in dem der Tod an jeder Ecke lauert. Im Remake sieht das alles deutlich besser und detaillierter aus als im recht hässlichen Original. Das Gameplay bleibt hingegen weitestgehend gleich. In den Worten von Yoshida also: scheiße. In der Wahrnehmung eines Großteils der Spielergemeinde: wundervoll.
Mit einer Next-Gen-Konsole am TV fühlt man sich natürlich besonders toll. Fast so, als könne man es mit jedem aufnehmen. Da trifft es sich doch gut, dass das Action-RPG Godfall direkt zum Launch verfügbar sein wird. Dort schlüpfen wir nämlich in die Rolle eines heldenhaften Ritters, welcher sich durch die vier Reiche Erde, Wasser, Luft und Feuer in einer Fantasy-Welt kämpft, um sich schlussendlich einem wahnsinnigen Gott entgegenzustellen und diesen zu töten. Okay, ganz so mächtig fühlt man sich mit einer neuen Konsole vielleicht nicht. Dennoch freuen wir uns auf den Titel, denn Counterplay Games möchten mit Godfall das süchtig machende Looten- und Leveln-Konzept eines Diablo mit den spektakulären Kämpfen eines Hack-and-Slay-Games wie Devil May Cry oder der alten God of War-Teile verbinden. Durch das Killen von toll gestalteten Fantasy-Viechern erhält man neue Rüstungen mit speziellen Fähigkeiten und auch verbesserte Waffen in den Klassen Langschwert, doppelte Klinge, Kampfstab, Kriegshammer oder Zweihänder. Alle Waffengattungen spielen sich anders und bieten sowohl unterschiedliche Kombos als auch Spezialattacken. Mit den Klingen können wir beispielsweise einen Gegner an uns heranziehen, während wir mit dem Langschwert durch mehrere Gegner hindurchschlagen. Ohnehin soll man zwar blocken, parieren und ausweichen können, eine offensive Spielweise soll jedoch vom Spiel belohnt werden. Die Entwickler sprechen davon, stetig in Bewegung bleiben zu müssen, um Attacken zu entgehen und eigene Spezialangriffe aufzuladen. Auch der Schild soll deshalb als Waffe verwendet werden können. So nutzt man ihn beispielsweise, um am Boden liegende Gegner zu erschlagen, oder man schleudert ihn Captain America-mäßig in eine Gegnergruppe. Das bisher gezeigte Material von Godfall verspricht jedenfalls eine spaßige Schlachtplatte im Fantasy-Setting. Die LittleBigPlanet-Reihe hatte seit dem Start auf der PS3 einige Problemchen. So waren die Kampagnen meistens ziemlich kurz und vor allem die für Jump'n'Runs doch recht ungenaue Steuerung sorgte für Kritik. Dennoch erfreut sich die Serie großer Beliebtheit. Klar, auf PlayStation-Konsolen gibt es keine große Konkurrenz, was exklusive Hüpfspiele angeht. Doch die Titel überzeugten auch stets mit einem genialen Editor, viel Kreativität und charmanten Spielfiguren. Zumindest auf die beiden letztgenannten Punkte fokussiert sich nun auch das Spin-off Sackboy A Big Adventure, das, wer hätte das gedacht, den putzigen Sackjungen in den Mittelpunkt stellt. Bislang zeigten die Entwickler von Sumo Digital noch nichts zu einem Editor, weshalb wir davon ausgehen, dass das sympathische Sackgesicht nun tatsächlich eine echte Story-Kampagne bekommt, die nun mehr als nur ein Aufhänger oder Tutorial für den Editor ist. Zudem kann man dem bislang gezeigten Gameplay-Material entnehmen, dass Sackboy nun nicht mehr in 2,5D-Levels herumspringt. So rennt er beispielsweise, ganz wie bei Crash Bandicoot, panisch auf den Bildschirm zu, während er verfolgt wird, oder die Kamera positioniert sich gar über ihm, während er über sich bewegende Plattformen springt. Dabei ließ sich sogar schon erkennen, dass die Steuerung wohl diesmal genauer ist als in den doch recht schwammig zu kontrollierenden Teilen der Hauptreihe. Ihr merkt schon, A Big Adventure wird das Hüpfspielgenre sicherlich nicht revolutionieren, doch es scheint so, als würden die Entwickler das Gameplay-Konzept der LittleBigPlanet-Reihe logisch weiterentwickeln. Sackboys neues Abenteuer ist sicherlich kein System-Seller, doch alles sieht danach aus, dass es ein hübsches, charmantes Jump'n'Run wird, das ganz einfach Spaß macht. Und so ein Spiel kann man zwischen dem ganzen Action-Bombast ja immer mal gebrauchen. Bugsnacks, der neue Titel der Macher von Octodad, Deadliest Catch, ist mit Abstand das seltsamste Spiel des Sony Launch Lineups. Aber spätestens seit Lukas Schmid wissen wir ja, dass seltsam nicht gleich schlecht ist. Jedenfalls übernehmen wir in dem Adventure die Rolle eines Reporters, dem ein Film der in Ungnade gefallenen Entdeckerin Elizabeth Megafick zugespielt wird. Und nein, den Namen haben wir uns nicht ausgedacht. Auf dem Video sind Kreaturen zu sehen, die halb Insekt, halb Snack zu sein scheinen. Gepackt von berufsbedingter Neugier macht ihr euch auf nach Snacktooth Island, wo ihr nicht nur auf Frau Megafick, sondern auf jede Menge anderer Sonderlinge und natürlich die Bugsnacks trefft. Im Spielverlauf kommt ihr schrittweise den Geheimnissen der Insel und seiner merkwürdigen Bewohner auf die Spur. Bugsnacks klingt erstmal total bescheuert, doch gerade deswegen sind wir sehr gespannt, wie sich der Titel spielen wird. Im verdammt spaßigen Astrobot Rescue Mission lernten wir damals die Vorzüge von PSVR kennen. Und nun möchte uns der kleine Roboter in seinem bereits auf der PS5 vorinstallierten Jump'n'Run zeigen, was der DualSense-Controller der neuen PlayStation-Generation so auf dem Kasten hat. Die Features des schicken Gamepads sind ein integriertes Mikrofon sowie adaptive Trigger-Tasten, durch die man verschiedene Stufen von Kraft und Spannung im Spiel fühlt und allgemeines haptisches Feedback zu allen Aktionen dank des Doppelantriebs im Controller. All das werden wir in Astros Playroom kennenlernen, während wir durch hübsch gestaltete Welten springen, laufen und gleiten. Der Titel wird sicherlich kein Blockbuster, aber ein toller Showcase für die neue Technik wird er allemal. Außerdem ist Astrobot so ein süßer Fratz, dass man ihn einfach lieb haben muss.
Mit welchem PS5-Spiel werdet ihr in die neue Generation starten? Verratet es uns doch in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da. Weitere Infos zu PS5 und auch zur neuen Xbox findet ihr auf pcgames.de.